Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Phasmophobia mit Drago, Baba und Finny. Hallo. Moin. Hallo. Ungewohnt, ne? So, ich bin bereit. Geht. Du bist ja nicht breit, das ist doch gut. Breit. Ich bin immer breit. Ich gehe nur in die Breite, nicht in die Tiefe. Komm, Lappen. Ach, so geht der immer so ewig dann. Das lädt so lang. Lalalala. Uhu. Einzige Nachteil bei solchen großen Gebäuden ist, dass es immer lang lädt. Außer im Prison, da ging es jetzt. Meine Wangen glühen. Ja, toll. Lad mal schneller. Bah. Alles? Okay. Ah, jetzt. Mein Mikrofon wollte gerade nicht so, wie ich wollte. Ah, jetzt endlich bin ich da. Hola. Hallo. Mein Ladebildschirm war mir so lang gewesen. Ich wollte gerade springen. Ich kann aber nicht springen. Sehr ungewohnt für mich. Hola. Hallo. Hey. Na doch noch da. Ah, Sorry. alle da. Before starting the investigation. Ich will auch mal jetzt ein Thermometer nehmen. Oder Okay, irgendwas. dann nimm du das. Nehme ich EMF. Und meine beliebte Kamera. Jetzt nimmst du das Buch vielleicht noch? Ach, machst du Quasi. weg? Da nascht jemand was. Wer? Das Oh nein! bestimmt nicht, Drago. Bestimmt nicht. Nein! Überhaupt nicht. Also, der Herr reagiert auf Gruppen und auch auf Einzelne. Ja. Der Herr, was haben wir denn für Aufgaben? 10 Grad Salz, Celsius, Salz, Thermometer, Kruzifix. Kruzifix. Dann lasse ich die Kamera nochmal hier. Der David, ich hab mal die mitgenommen, weil ich sonst nichts hab. Was? Ja, dann behalt du die Kamera, dann nehme ich schon mal ein Kruzifix mit. Das Jo, muss man macht ja das. reinschmeißen in den Raum. Kruzifix doch Nach mal der Runde gibt jetzt. es bei mir Essen übrigens, nicht wundern. Okay. Okay. Ah. Oh. Wie ging das doch mal Seid ihr alle da? mit Diät und um die Zeit nichts mehr naschen? Was? Ja, ne? Ich hab die akustisch nicht verstanden. Wie war das mal mit Diät und um die Uhrzeit nichts mehr naschen? Diät, kann man das essen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht Und mehr, wie wenn, man schmeckt es beschreibt. nicht gut. Also, Jesse, komm, wir gehen rechts. die Tür hier ist schon auf. Okay. T-I-E-T. Ihr Menschen? Ja, nee, die ist nicht auf, die ist rausgetreten. Da gibt's keine Tür. Oh, ja. Ja, du hast recht. Sprich. Schmecken kann die auch mal zu. Ja, das mit der Diät habe ich schon vor einer Weile wieder aufgegeben, weil Corona und zwischendurch immer krank gewesen und da hätte ich eh keinen Sport machen können, deswegen war es mir dann nicht geholfen. Telefon! Telefon! Klang bei uns relativ nah. Ja. Klingt das jetzt, Ring, als wenn ring, ich ring, vorhin in Bananaphone! den Rest probiert zu quatschen? Ja. Auf EMF reagiert ja auch nicht jeder Geist und vielleicht reagiert er entweder nur auf EMF oder vielleicht nur auf die Box. Sprich mit Also mir. Ich würde es in jedem Raum einfach mal versuchen. Hier ist der Hörer runter. Red Floor. Sprich mit mir. Wie Aber ich monoton. spreche doch mit Sprich mit dir. mir. Ein Anschluss unter dieser Nummer. Weil dann ja kein Anschluss unter dieser Nummer. Sprich mit mir. Besser? Nee. Hi. Ja, bitte, komm, sprich doch mit mir. Erleuchte mich mit deinen Wahrheiten.
talk dirty to me. Sprich mit mir. Das geschehen Dinge hier. Talk to me, baby. Uh-huh. Give it to me, baby. Sprich mit Geist mir. Töte uns gleich direkt. Okay, was soll ich dir sagen? Den Scheiß war ich nicht mit. Verdammt. Echt. Ist das jetzt eigentlich Profi kill oder normal? Profi. Profi. Oh Gott im Himmel. Sprich mit mir. Bitte. Bitte, oh Gott, aber nicht so doll. Gott bringt dir hier auch nicht so viel. Sprich mit mir. Oh, hier sind überall die Hörer runter. Ja. Vielleicht oben. Talk dirty to me. Weil wir es... Sprich mit mir. Weil wir es können. Komm mal hier rein. Ich mag euch nicht. Hier ist nix. Du kriegst im Profimodus... Sprich mit mir. Bin mal das war hier. Oder? Nein. Könnte auch hier gewesen sein. Hier ist das Telefon aufgelegt. Minus gerade. Ah, hier ist es. Hier ist es. Jessie, komm mal. Sprich mit mir. Minus gerade, ja? Ja, gut. Minus gerade. Sprich mit mir. Jetzt sprich doch mit mir, du Blödi. Nicht beleidigen, sonst triggerst du. Arschloch, kann aber nicht wahr sein. Du darfst es ja. Ja, ich darf es. Sprich mit mir. Bitte. Sprich mit mir. Dann halt du nicht. Also hier sind definitiv Gefriertemperaturen, mir ist mich arschkalt. Sprich mit mir. Guck mal, ob hier nebenan in diesem Werkraum auch welche sind. Ja. Aha, okay. Sprich mit mir. Ab hier nicht. Sprich mit ab mir. Ab hier nicht mehr. Also hier nicht mehr. Okay, das heißt, hier ist ein Safe Room. Ja, dann wissen wir nicht, ob es jetzt hier der Raum ist oder der Raum davor. Das wir werden also hier einen Raum und so im Raum davor werden wir eine Kamera aufstellen. Ja. Schmeiß aber bitte mal hier so. Aber wir haben es von hier. Schmeiß mal. Wir hatten das Buch. Ich. Schmeiß es mal hier in die Mitte, genau da. Ach Gott. Genau hier, hier hin. Schreibe hier, etwas. Nee, hier Türrahmen am besten. Ach so. Warte. Dann ist es, denke ich mal... Da, wo ich das Kruzifix hingeworfen habe ungefähr. Ja, nee, eher ein bisschen mehr in den Türrahmen rein. Dann ist es vielleicht zwischen den Räumen, dann passt es vielleicht besser. Schreibe etwas ins Buch. Bitte. Bitte. Morgen. Junge. Sind wir hier eigentlich wie wir... Ja, direkt sprich am Ausgang. Mit mir. Läuft, würde ich mal sagen. Hat auch einen Vorteil, krass, wir können gleich abhauen. Was ist denn hier los? Das ist unfassbar. Können wir jetzt ja mal neuen Stuff holen? Ja, wir müssen aber einmal warte, drumherum, oder? Ich wieder mal da drin. Ja, ich schmeiß auch mal... Hupp. Ich trage mal ein Gefriertemperaturen. Ja. Oh, ich hab keine Kamera. Da hinten. Durch die Tür kam er. Ja, das siehst du jetzt natürlich nicht mehr, ne? Schade. Aber er hat das Buch bewegt, oder? Ich hatte leider keine Kamera. Guck mal. Ah, EMF3. Hätte ich eine Kamera dabei gehabt, hätte ich ein Foto machen können. Hans. Sonst habe ich sie immer. Schreib etwas ins Buch. Also er kam auf jeden Fall aus dem hinteren Raum raus. Okay, warte mal. Können wir doch nochmal provozieren. Nix da. Nee, bitte nicht. Doch? Ich sehe nichts. Sprich mit mir. Zeig dich. Wir sind im Hinterausgang, also wir sind nicht direkt am Ausgang, wir müssen immer nochmal den Gang. Sprich mit mir. Schreib was ins Buch, bitte. Ich lauf mal eben und hol mal Kameras. Nee, auf die Geisterbox hat da noch jemand nicht reagiert. Soll ich mit dir mit? Nö, komm klar. Sie darf hier weggehen jetzt. Flack an die Spitalista, du Penner. Freundlich. Hui. Sprich mit mir. Also direkt ins Gesicht werfen. Buch schreiben möchte ich schon mal nicht. Sprich mit mir. Wo bist du? Sprich mit mir.
Der spricht nicht mit mir. Oh fuck. Oh Gott. Da ist er. Wir sind sowas von tot, ich bin sowas von tot. Das war aber cool. Das war unsere. Hallo? Tüdli! Unsere Österreicher. Ich bin tot. Oh, du hast gerade die Leiche weggeschmissen. Was zum? Du hast gerade die Leiche hochgenommen und weggeschmissen. Stehen das auf Foto? Ich habe natürlich kein Geisterfoto gekriegt. Ich habe kein Geisterfoto gekriegt. In der Ecke. Ich sehe sie nicht. Ja, da in der Ecke im Vorratsraum. Die lag erst ja, da ich weiß, und dann ist sie da. Wenn wir mitkommen sollen. Ja, ja. Hätte ich definitiv. Also ins Buch schreiben will er schon mal nicht. Ach Mensch, ich komme mal mit Salz und mit Kamera. Aber die Kamera müssen wir dann hier reinstellen, oder? Also nicht in den Raum hier, sondern einen Raum weiter. Also ich habe Fingerabdrücke fotografiert, aber ich sehe keine. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, er geht hinter in den Werkraum. Läuft er gerade rum? Ich mache jetzt so einen ganzen Scheißladen rum. Mäh. Ja, du kannst da nicht raus, du musst durch den Gang am Ende, am anderen Ende. Nehmen wir den langen Weg. So, wo ist er jetzt mehr? Wartet mal kurz. Ist er jetzt mehr hier im Raum oder dahinter? Ne, ich glaube dahinter. Okay. Also mehr hier. Dann nimm mal das Kruzifix auf, sonst. So. Habt ihr ein Bild von meiner Leiche? Ja. Gut. Also, bekomme ich wenigstens eine Versicherung für die Sachen, die ich nicht hatte. Hat aber nicht getriggert. Sehe ich gerade. Ich versuch's nochmal. EMF4? Och Mann, oh, das zählt nicht. Was ist denn da los? Lass es erstmal zählt denn meine Leiche nicht? Nee. Du musst dazu sagen, das ist ein blöder Geist. Dass die Leiche, aber auch geflogen ist. Der hat mich so umgebracht, dass es nicht zählt. Nee, die Leiche ist auch geflogen. Die war erst in die anderen Ecke und als ich reinkam, ist sie auf die andere Ecke. Und mit voller Absicht. Sehr interessant. Oh Mann. Hat er schon irgendwie ins Buch geschrieben oder so? Nein. Nicht, als ich dran vorbeiging gerade. Mal gucken, ob Orb da ist. Oh Mann, Jesse, dann kriegst du ja schon wieder kaum Kohle. Also jetzt trotz des Profimodus. Ich glaube, dass der das Buch umgeschmissen hat. Das sieht für mich gerade irgendwie so aus. So wie bei unserer ersten Runde, weißt du noch? Wie er das Buch durch das Badezimmer gefegt hat und es rutschte an der Tür unten lag und so? Ja. Aber also, weißt du, was wir gestern... Ich weiß nicht, ich erinnere nochmal an den tanzenden Knochen, der war auch geil. Ja. Ja, mein Tanzmarktknochen, das muss Jessie nochmal zeigen. Ivi, weißt du, was wir gestern hatten? Na? Ich bin mit, war ja auch mit einer Vierergruppe unterwegs. Und ich stehe mit der einen auch draußen vor der Tür eben, weil die gerade einen Geist provoziert haben. Und auf einmal gingen die ganzen Türen zu und er ist in der Türe drin gepackt. Ach du Scheiße. Ui. Ich noch ein zweites Gruppe, das hat richtig gruselig ausgesehen. Hab ich in der Hand. Ach, gut. Oh, das glaube ich. So, ich setze nochmal einen Geisterorb. Ja genau. Ich setze nochmal eine Kamera in den anderen Raum rein. Vielleicht könnt ihr noch mal ein Paket Salz mitnehmen, dass wir noch ein paar mehr im anderen Raum ausstreuen können. Aber der ist doch gespawnt, so, da wo wir rein wollten. Da waren aber keine Minusgrade. Hä? Der ist aber im Werkraum gespawnt und ist dann in diese Abstellkammer gegangen. Ach, der ist da reingegangen? Der ist ja umgebracht. Okay. Genau, der hat mich hinten im Abstellkämmerchen Er ist so Salz gewandert. Wie frech. Ja. Und das Buch hat er wirklich umgeschmissen. Richtig frech. Nur sowas macht man ja auch nicht. Man tötet auch keine Menschen. Alex, willst du wieder rein? Nee, noch nicht. Vor der Tür. Ich habe erstmal Sanity-Pille genommen, weil meine Sanity war 15%. Wie ist meine? Wir sind alle runter auf 120. Deine ist auf 32 und von Baba ist auf 56 noch. Weil ich dir wieder was eingeworfen habe. Aber bis auf jetzt auf Gefriertemperaturen haben wir gar nichts, ne? Nee.
Also wahrscheinlich Fingerabdrücke. Das Fotoalbum hat's gesagt, aber ich sehe keine. Ich habe alles abgeleuchtet. Okay. Ah, hier, ist durch das Salz gelaufen. Ja, das hat ja getriggert gehabt. Das haben wir ja auch gesehen bei dem Whiteboard. Ich sehe ums Verrecken keine Fingerabdrücke. Einmal der Lichtschalter vielleicht hier drin. Stillen Kämmerlein. Oh je, du liegst da ja toll. Doch, da war doch gerade was. Irgendwas hat er gerade aufgeleuchtet. Ja, hier an der Tür. Hier in der Innenseite. Also haben wir jetzt Fingerabdrücke und Gefriertemperaturen. Ja. Und ein Mikrofon. Hab ich schon. Hat aber nicht gezählt. Und wir haben fast keine Kapazität mehr. Doch, toter Körper hat jetzt gezählt. Hä? Wollen die mich verarschen? Ich habe gerade die Tür fotografiert, Fingerabdrücke, jetzt steht da toter Körper. Yes! Mein Körper! Wir sind ja auch noch in der Beta. Ich kann die Versicherung. Vielleicht wegen der Beta jetzt gerade. Ja, wobei es ist die Stelle, wo sie getötet wurde. Die habe ich fotografiert. Ich sehe meine Leiche ja nicht mal, das ist ja das Beste. Ja, die ist halt weggeflogen, aber... Die Leiche lag bei mir hier vorne, in der Ecke, genau hier. Als ich reinkam, ist die einem in hohen Bogen da in die Ecke geflogen. Oha. Ja. Ja, aber es ist hier nirgendwo, ich sehe die nicht. Nicht mal auf den Fotos? Das ist merkwürdig. Nee, nicht mal auf den Fotos. Naja, gar nicht. Auf den Fotos siehst du dich selbst sowieso nicht. Ja, es ist aber trotzdem weird. Mega merkwürdig. Naja, ich bin schon mal froh, dass ich eine Versicherung bekomme. Ja. Haben wir vielleicht deswegen nie Geld bekommen, weil wir nie fotografiert worden sind? Ja, das kann sein. Ich gehe auch mal davon aus, dass man wirklich, wenn man stirbt, ein Foto also von seiner Leiche braucht, damit man überhaupt Versicherung kriegt. Weil ich glaube, wenn das Foto nicht zählt, dann kriegst du auch nichts. Oder wenn du keins machst, kriegst du auch nichts. So als Beweis. Genau, es muss tote Leiche oder Leiche drüben stehen, toter Körper. Tote Leiche. Tote Leiche. Ja, das ist mir dann ausgeschossen. Also möglich wäre Gespenst, Benji und das war's. Mhm. Gespenst, Benji und das war's. AEMF Level 5 oder Geisterbox. Achso, ich wollte gerade sagen. Geisterbox muss irgendwo bei meinem toten Körper liegen. Yay! Naja. Soll ich mich wieder opfern? Oder Evi oder Dragon, willst du es machen? Wir haben aber so alle Sidequests schon fertig, ne? Salz und Kruzifix. Ist das für ein Kruzifix tatsächlich so, wie es geht? Ja. Zwei reingeschmissen. Jetzt brauchen wir noch den Geist und dann haben wir es. Was hast du denn gelesen mit dem Kruzifix? Dass man das Kruzifix, also es ist nicht so, dass du das in der Hand halten musst, um ihn zu verscheuchen, oder es vor seine Füße schmeißen musst, sondern dass du es in den Raum reinlegst. Der Geist ist quasi 3 Meter ums Kruzifix herum sozusagen festgehalten in diesem Raum, das heißt, er wandert da nicht mehr rum und erst dann zählt das auch. Okay. Deswegen immer 2 mit dem am besten und in den Raum immer mit Abstand voneinander dieses blöde Kruzifix legen. Ah, okay. Du, dann ist aber die Kamera so jetzt hinfällig, weil Ja. Box und EMF? Ja, genau. Die Box ist drin. Mhm. Ich gehe mit dir. Ich komme euch als Geist hinterher. Ich wollte gerade sagen, hat der schon? No! Wenn ich sie draußen hatten würde, würde ich so schreien. Ach, ich wollte doch Sanity-Pillen nehmen. Ja, dann nimm mal. Mach mal hin. Ich warte hier. Es ist so scheiße, wenn man vorher ein Spiel gespielt hat, wo man auf Leertaste hüpfen konnte, weil man jetzt immer hüpfen will und man aus Versehen dieses Walkie-Talkie aktiviert. Ja, stimmt. Gut, dass man mein Gesumme nicht gehört hat. Also, falls zwischendurch mal das Walkie-Talkie-Geräusch ertönt, aber keiner was sagt, wisst ihr Bescheid, ich hab versucht zu hüpfen. Alles klar. Aber bei dir ist es auf Leertaste, ne? Ja. Gut, bei mir ist es auf die Hochstelltaste, deswegen passiert das nicht. Dafür komme ich halt immer drauf, wenn ich rennen will. Die Leertaste am praktischsten, weil du halt den Daumen eigentlich immer in der Nähe von der Leertaste hast und
wenn du schnell mal was sagen willst, ist er da eigentlich perfekt aufgehoben, der Knopf. Ich habe meinen kleinen Finger mehr in der Nähe von der Hochstelltaste, weil ich mehr rennen will. Mein kleiner Finger ist immer auf der Shift-Taste, deswegen ist mir die Hochstelltaste nicht recht. Außerdem würde ich wahrscheinlich immer irgendwelche Kacke dann schreiben, wenn ich schreiben will danach, weil ich es dann immer hochgestellt habe. Ja, passiert mir dann öfters. Macht nichts. Außerdem, wenn ich rennen will und gleichzeitig mit den Leuten sprechen will, ist das Kacke. Nee, ist machbar. Dafür habe ich ja noch einen Finger mehr. Nebendran. Da ist die Box. Ja. Also, das Abschreck kann man kennen. Bist du da? Das sieht aus, ey. Sprich mit mir. Bist du da? Im Werkraum habt ihr auch eine Kamera. Machst du mal. Bei mir kommt nicht mal irgendwas mit nicht erkannt. Funkgerät. Bist du da? Wo bist du? Das beantwortet deine Frage von wo er ist. Oh, komm. Ja, ich häng fest. Du bist tot, Chrissy. Ja, ich weiß. Doch, er folgt Chrissy. Er folgt dir. Noch immer, noch immer. Schnell, schnell, schnell. Oh. Alter, du hattest Glück. Nee, doch nicht. Nein, hatte sie nicht. Nein, irgendwie hatte sie sieht nicht. Das oder lustig oder aus. Das? Oh, das sieht fies aus. Ach, Mann. Ganz übel fies sieht das aus. Du siehst mich als Geist? Ja. Genial. Wir hören uns auch jetzt auch wieder als Geist. Ach, Mensch. Aber hey, mein Körper ist auch weg. Nee, der ist da. Echt? Wo? Genau, ich stehe jetzt auf dir. Nee, ich sehe ihn nicht. Bist du da? Sprich mit mir. Lass mich doch einfach EMF Level 5 gelten. Weil auf die Box reagiert auf mich gerade gar nicht. Nicht mal nichts erkannt oder sowas wird mir angezeigt. Also ich kann es leider gerade nicht mehr machen. Und Baba auch nicht. Weil Sie hat bei mir aber auch nicht reagiert gehabt. Also schon mit nicht erkannt, aber er hat nicht drauf reagiert. Ja, bei mir auch nicht. Vielleicht sollten wir gleich nochmal das Spiel wieder verlassen und die Beta wieder rausnehmen. Ja, das wäre gut. Ja. Ja, das würde ich auch machen. Dann hängt das Spiel auf Schlag weniger. Ja, wäre auf jeden Fall eine Idee, weil irgendwie erkennt er meine Stimme gerade nicht an. Also deswegen würde ich tatsächlich mal auf die Geisterbox tendieren, weil EMF 5 hatten wir nicht. Wir hatten aber EMF 4, oder? Ja, aber das ist ja nicht so sicher. Wir haben es ja schon mal versucht und es hat doch nicht als EMF 5 gezählt, obwohl es EMF 4 war. Stimmt auch wieder. Also wäre das, glaube ich, Benji? Ja, Benji, Gespenst, ja. Was macht Benji? Wird jeweils nur eine Person jagen, fürchten das Kruzifix und sind weniger aggressiv in seinem Umkreis. Achso, nee, dann wär's Gespenst, glaube ich, mit Geisterbox. Hätte aber auch EMF 5, ne? Ja, dann ist es Gespenst mit Geisterbox. Wenn sie das Kruzifix fürchten würden, dann wäre er das auch nicht, weil wir zwei Kruzifixe in den Raum geschmissen haben. Aber es könnte keine Fußabdrücke gefunden werden beim Geisterbox. Ja. Und wir hatten Fußabdrücke gehabt. Durch Salz. Ja. Komm, wir machen Benji einfach. Ich mach auch Benji. Ja. Habt ihr ein Foto von... Wartet, ihr habt gar kein Foto von ihrem Körper gemacht? Nein, weil ich keine Kamera dabei hatte. Gib mir eine, ich geh nochmal rein. Die liegt da bei meinem Körper. Ja, warte, ich komm mit. Ja, hier ist keine mehr. Ich hab noch eine in der Hand, mit drei Fotos. Das EMF ist drinnen, ne? Ich will den Geist sehen, ich geh mit. Sieht cool aus, hat eine Axt in der Hand. Oh cool, den habe ich glaube ich nicht gesehen. Ich fand das sehr witzig, weil ich stand mitten im Raum. Ich bin ihm quasi hinterhergelaufen, aber er hatte nur Augen für dich. Ja, das war vorhin auch so. Bei Jesse. Der wollte einen Sheldon Cooper haben, unbedingt.
Ja. Er wollte überall intelligente Babys. Ja. Oh, ob das Amy Farrah Fowler gewesen war? Als Axtmensch? Ah, vielleicht. Ich könnte mir das gut vorstellen. Da bin ich Howard Wolowitz und ich bin der Nächste. Nein, Männer, dann müsstest du von der Farbe her eher rasch sein. Ja. Ja, sonst fällt mir auch keiner ein. Ja, Rajesh Kutrapali. Ich mag den aber nicht, deswegen passt das nicht. Hier liegt ein toter Körper. Ach komm, so schlimm ist er gar Doppelt nicht. Doppelt hält besser. Ja. Hat nicht gezählt. Wo ist sie denn gestorben? Also ich bin eigentlich hier. Ich bin eigentlich hier gestorben. Also da, wo die Lampe ist, da. Wo die Lampe ist. Wo die Taschenlampe ist, wo mein EMF-Reader ist, da bin ich auch gestorben. Hm. Ah ja. Der Fotoalbum ist voll. Schade. Ja. Ich halt kein Wo ist das Geld. EMF? Wo ist das EMF? Das Licht hier, nicht EMF. Ah, ich seh's. Ich will das noch einmal testen. Schön. Aber dass er gleich zwei Räume für sich einnimmt, finde ich halt ein bisschen krass, ne? Ja, läuft halt überall rum. Boah, alle Salzdinger sind durchgetreten hier. Ja, dann ist es auf jeden Fall kein. Der Geist kommt. Lauf, lauf, ich will ihn sehen! Wo ist er? EMF ist auf 4. Wo ist er? Oh, ich bin zu langsam, ich bin zu langsam. Ich höre ihn laufen, aber ich sehe ihn nicht. Tito. Och Mensch. Vielleicht hier im Flur? Ich glaube, er jagt eher Ibi. Ich dachte, die ist schon raus. Ich lebe noch, mich wollte er nicht. Ich bin auch noch da. Ja, ich habe auch nicht hier den Nägel überhaupt gesehen. Aber ich habe halt seine Schritte nur gehört. Schade, ich hätte ihn gern gesehen. Ich habe ihn gesehen. Du ich auch. Der ist erst hinter dir hergelaufen, nicht hinter mir. Ich bin da umgedreht und dann in die Abstellkammer zurückgelaufen. Ich hab den gar nicht gesehen. Zum Todesort. Ich hab ihn auch gemacht, als der Chrissy getötet hat. Ich bin ihm quasi hinterher, weil ich eigentlich aus dem Raum wollte. Aber dann hab ich gedacht, nö, leg mich erst hinter Chrissy her. Ich geh jetzt in die Abstellkammer. Ja. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Überhaupt nicht. Strange. Ach Mensch. Also, ja. Das EMF war auf 4 auf jeden Fall. Ja. Das schon. Ein harter Indikator. Ja, aber ein Gespenst kann es wirklich nicht sein. Wegen Salz. Ja, aber manchmal ist das Spiel leider doch ein bisschen. Ja, das ist auch richtig, ja. Ich bleib mal bei Benji erstmal. Benji, genau. Habt ihr denn schon alles eingeloggt? Dann können wir gleich, wenn wir drin sind, schon direkt abhauen. Ja. Bis auf EMF Stufe 5 habe ich die anderen beiden Sachen eingetragen, ja. Ich gib's einfach mal ein jetzt, mein Gott. Mach ich immer. Ich nicht. Na, no, müde. Nein. Ey! Die fahren ohne uns! Eiskalt. Schweine! Wir können sie jetzt wagen. Den Geistern weggefahren. Das war eine Menschie. Ah! Aber keine, ich hab keine Versicherung bekommen. Ich auch nicht. Wir müssen aus der Beta raus. Ja. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag hier schon mal tschüss. Tschüss. Ciao.